Willkommen zurück zu Mario Maker 2 Story Mode. Wir sind hier stehen geblieben. Yeah, yeah, yeah. Bei dieser Festung. Das ist das letzte Level von dem kleinen Mauritius, glaube ich, hieß der, oder wieso? Der auf jeden Fall der kleine Block mit Augen. Und wenn wir das Level geschaffen, dann kriegen wir was Neues zum Anziehen. Das will ich euch auch noch auf jeden Fall zeigen. Komm, zack. Hopp. Hobbidi, hobbidi, dopp. So. Oh, ach, sorry, ich hab vergessen, dass der noch rauskommt. Ich nehme das gerade alles in einem auf, deshalb. Oh, wie es alles klappt hier. Ich hab wieder mal nichts getestet, betonen, was auch immer. Aber wie man hören kann, so haben sich die Hunde, denke ich mal, beruhigt. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Das ist jetzt etwas blöde, weil ich eigentlich das Level drauf habe. Zumindest aus meiner Sicht habe ich alles, was ich bisher gesehen habe, drauf. Außer die eine Passage, die direkt vor dem Checkpoint ist. Aber gut. Okay, nee, komm. Lassen wir es sein. Ja. Machen wir nochmal von vorne. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe komplett verkackt. Ich frag mich nicht, okay? Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Alles falsch gemacht. Wie auch immer das gehen konnte. So, aber wir sind auf jeden Fall auf der Quest 100% zu schaffen. Wir haben bisher in der letzten Folge keine neuen Prozente gemacht, aber dafür Charakter kennengelernt. Und ja, ein paar Bonus-Level so gesehen gemacht. Muss ich ja auch machen, ist ja trotzdem 100%. Auch wenn das die Prozentanzahl nicht steigt, ist trotzdem 100%. Deshalb musste ich das trotzdem. Yeah. Zack, hier ein paar Münzen mitnehmen, aufpassen, den runterknallen lassen, dann schnell durchrushen. Oh, okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Der geht jetzt rüber. Nice, der geht jetzt auch rüber. Okay, den hätte ich wahrscheinlich bekommen können, aber ich habe mich nicht getraut. Ich kann mich ja jetzt nochmal trauen. Jetzt sind die Hunde wieder. Warum lebe ich hier überhaupt? Warum lebe ich überhaupt? Auch eine gute Frage, oder? Dann macht er mir den Fick frei. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Oh nein. Was hätte ich machen sollen? Rüberspringen. Wahrscheinlich. Ach, ich muss die 10 einsammeln. Ich muss rüber. Okay, Leute. Kommt doch. Ich muss das erstmal herausfinden, alles. Da kann ich doch jetzt nichts für, oder? Ich meine, come on. Und hier ist auch fies. So, ganz schnell. 10er mitnehmen. Warten, bis der rüberkommt. Und jetzt drauf. Richtig? Und jetzt hier rauf, ja? Auf ihn drauf. Wow, wow, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Mario hat einfach, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, geduckt. Der hatte auch Angst, Leute. Der hatte auch richtig Angst, der Kleine. Oh, wenn man hier am Ende nochmal sterben wäre. Oh, das wäre fies. Aber Leute, wir haben ein neues Outfit. Freigeschaltet, yeah. Waha! Ja. Nice. I guess. Da, der Mauritius, glaube ich, hieß der. Mauritius Hemd haben wir freigeschaltet. Okay, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Vielen Dank für... du hast einen Maustein bei mir im Brett. Was? Ach, sorry für den kleinen Cut. Ja, ich habe die Runde kurz beruhigt. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Super ist das. Super ist das, ehrlich. Vielen Dank, du hast einen Mauerstein bei mir im Brett. Von hier an komme ich alleine klar. Die Hunde jetzt mal aufhören. Ich bin gerade zu denen hingekommen. Oh, dann ein Let's Play. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich würde ja gerne, dass es aufhört, aber ich kann jetzt wirklich nichts dagegen tun. Ich kann nur so tun, als höre ich die nicht. Aber dann, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß es halt nicht. So, wem haben wir noch nicht geholfen? Hatte er noch was? Oh, ist weg. Ah, nee, ist hier jetzt. Okay. Einen Moment, wir suchen jetzt erstmal die Blöcke, die wir freigeschaltet haben, würde ich sagen. Hier nicht, hier vielleicht? Ja, da komme ich noch nicht hin. So, warte, ich merke gerade, ich habe genug Münzen.
um weiterzubauen. Dann lass uns das tun. Yes. Den Westflügel, die Kanonen. Ja. So, seit wann hat Peach das Kanonen? Was? Was? Okay. Das ist mir auch neu. Okay. Hier hochgehen ist auf jeden Fall. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Block, aber der andere versteckte Block, den weiß ich gerade nicht. So, die Münzen abstauben. Yes. So, und dann zeige ich euch das neue Outfit. Wir gehen auf Level aus aller Welt. Nur da kann man sein Outfit ändern. So, das ist das Reset-Claim, was wir bekommen hatten letztes Mal. So, was wir neu haben, ist Dossier. Mauritius-Hemd. Und das bewegt sich halt so ein wenig. Wer macht das nicht? Ich finde es persönlich langweilig. Deshalb gehe ich jetzt zurück zu dem Reset-Kleid, weil das kann ich ganz schön. Ja. Lass was so. So, dann gehen wir auf Plus, gehen wir auf Abenteuermodus und dann machen wir weiter. Ohne Schneiden hier, weil das geht ruckzuckig. Da will ich ja jetzt überqueren. Ich würde sagen, ich. Wie mache ich die Minimap? Oder die riesengroße, die zoome ich raus. Ah, mit dem Stick. Mit dem anderen Stick hier. Okay. Okay. Da muss ich jetzt mal überlegen. Aber warum ist der Hund jetzt draußen? Hey. Okay, nichts. Vielleicht haben wir von dem Hund schon alles durch? Kann das sein? Ich dachte, wir hätten da noch nicht alles durch, aber anscheinend schon. So, okay. Rubbel, rubbel, dich haben wir noch nicht. Du hast noch was, ne? Ja, er hat so noch was. Ein stacheliger Job. Die Zielpersonen sind Stachis. 15 an der Zahl. Einfach von oben drauf springen ist nichts. Ist nicht, aber als Profi wirst du dir sicher zu helfen wissen. Improvisiere! Jo, machen wir das. Ja, wisst ihr was? Ich tue es so, als gäbe es die Runde gar nicht. Hört man die halt? Keine Ahnung. Die regt mich jetzt nur auf und ich will mich jetzt nicht mehr aufregen. Weil wenn ich mich aufrege, bin ich wütend. Das ist nicht gut. Okay, das ist nur Trollblöcke, da gibt es nichts drin. Außer jetzt der eine da mit dem Pilz. Was ist gerade passiert? Okay, nee, ich habe schon verkackt. Zumindest auf dieser Seite habe ich verkackt. Ja, auf der Seite habe ich verkackt. Warum bin ich gestorben? Ich bin doch auf ihn drauf. Ach, kann ich in Mario World nicht auf die drauf springen? Ich weiß gerade nicht, in welchen das geht und welchen nicht. Geht das nur in 3D World? Vielleicht. Ich weiß gerade echt nicht. So, zack. Und zack, damit ich ein gutes Rhythmusgefühl habe. Zack, und dann zack, dann nehme ich den hier mit. Dann machen wir ja so. Dann machen wir ja so. Bis wir dann irgendwann die richtige Anzahl haben. Die sollten wir jetzt gleich haben. Wenn ich mich zerquetschen lasse, bin ich, by the way, instant tot. Deshalb sollte ich das dringend vermeiden. So wie hier. Okay, ich muss erstmal spawnen lassen, merke ich gerade. So, einen nur. Yes, okay, wir haben's. War etwas anstrengender oder halt herausfordernder, würde ich sagen, als die letzten Minigames, könnte man sagen. Ich nenne jetzt einfach Minigames, weil das war ja jetzt kein richtiges Level. Aber alles in allem ziemlich machbar, ja. Gut. Haben wir dann alles bei dir oder hast du noch mehr? Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich ausradieren. Sieh dir das an. Rubbel, rubbel, rubbel! Oh yeah! Zu viel rubbeln. Kann ich verstehen. Hey Kleiner, ein letztes Mal müsstest du noch ran. Wenn du den Auftrag erfüllst, gebe ich dir was Hübsches zum Anziehen. Pom-Pom allein zu Hause. Die Zielperson ist Pom-Pom, sie ist allein. Sehr verdächtig, pass auf, das könnte eine Falle sein. Ja, von dir. Du Pedo. Rubbel, rubbel. Pom-Pom allein zu Hause? Also, da erkenne ich ja mal ein Muster, du. Oh, man.
Ich hab gewartet, bis die Musik anfängt. Was zum, was ist das denn hier? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Wow, die Blöcke verschwinden. Okay, das ist viel. Das ist ein guter Kampf. Das ist nämlich ein schwerer Kampf. Das finde ich cool. Das ist schwer gemacht. Boah, das ist richtig schwer tatsächlich. Das ist viel schwerer, als ich gedacht habe. Wirklich viel schwerer. Wow, sie ist. Nein! Wow! Ja! Yes, first try! First try, Mensch! Ja! Epic! Radierer-Shirt! Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das würde ich vielleicht sogar tragen. Lass uns das dann mal anschauen, wie das dann aussieht. Das war's? Gute Arbeit, Kleiner. Und ab jetzt gilt, wir haben uns nie getroffen. Ja, ist ja klar. Ah. Ey, dieser Typ. 60% haben wir, das habe ich gar nicht bemerkt. Sorry. So, gucken wir uns das mal an. Radierer-Shirt. So sieht das aus. Ich zieh mal kurz irgendwie so eine Hose an oder so. Das sieht nicht seltsam aus. So, Radierer-Shirt. Ist tatsächlich ganz cool. Mhm. Ist ganz cool. Kann ich da was kombinieren? Hier. Das sieht doch ganz nice aus. Jetzt auch meinen männlichen Mini, nicht weiblichen. Ja, ich würde sagen, ich nehme das ein wenig. Mach da kurz den männlichen Mini. Weil das sieht dann etwas besser aus. Mit dem Outfit. Ja, gut. Vielleicht auch nicht. Man sieht nämlich die Haare nicht. Ich finde sowas immer kacke, wenn man bei den Mies die Haare nicht sieht. Ich finde es irgendwie kacke. Ich lasse es einfach so. Sieht ganz okay aus, ne? Warum nicht, ne? So, gehen wir zurück zum Abenteuermodus. Und gehen nach rechts. Hui. Das nur Münzen. Warte, hier ist eine. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine rote Blume. Wow, das ging noch weit nach oben. Klettern. Oh, lol. Secret. Was gibt's denn hier? Guten Tag. Wir sind im Himmel. Alter, wie viele Münzen. Ui. Hi, Kinderfrosch. Das Zahnfrosch. Ein prächtiges Schloss baut ihr da. Woch, oh weh, die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen. Okay, das lebende Labyrinth. Wo ist denn nun mein Schätzelein? Mich dünkt, es kaulen die Quappen. Bitte geh in diesem fischigen Irrgarten für mich auf Suche. Gib dein Bestes, roter Ritter. Okay. Wir machen gerade so viele Nebenaufgaben. Wir haben ganz die letzten Folgen gar nicht weitergemacht. Warte nicht, ob das so gut ist. Ah, ja, ich verstehe schon. Ja, ich muss die ganzen Blöcke die ganze Zeit treffen, damit ich weiß, wo die sind. Da sind ja überall Fische. Und die schwimmen. Ich habe tatsächlich etwas Angst. Ich will nicht sterben. Ich sehe irgendwas. Ja, oh fuck. Mach schnell. Ja, okay, hier lang. Ja, ich sehe mehr. Ah, da oben ist irgendwas. Da will ich noch kurz hoch. Schaffe ich's? Ja, es sind nur Münzen. Obwohl, da oben ist noch was. Gott. Geht doch nicht so weit nach rechts. Haut ab. Tschüss. Haut ab. Oh, da komme ich nicht mehr hoch. Das habe ich verkackt wahrscheinlich. Okay. Ja, gut. Kann man nichts gegen machen. Nope. Kann man jetzt leider nicht ändern. Checkpoint. Oh, no. Was jetzt? Geht's weiter? Ja. Was zum wie viel? Das ist ja die ganze Umgebung. Alles. Ach, hier kann ich... Ach, hier kann ich chillen. Ach, ich check schon. Ich muss von hinten. Ich muss. Ja. Wow, wow. Das war risky und knapp. Oh, okay. Ich hab's lieber, wenn ich alles sehe. Haha. Haut ab! Kusch!
Okay, was gibt's hier? Ich hab Angst. Oh, Ziel! Ziel, 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 Ziel. Will ich da von denen noch? Yes! Ich dachte mir so, soll ich einfach riskieren, dass ich vielleicht getroffen werde und alles neu machen muss? Oder soll ich einfach ins Ziel und denke mir, ja, ist egal. Ich hab's riskiert, aber ich hab's trotzdem durchgeschafft, zum Glück. Krass. Der Auftrag ist erfüllt, die Blümlein blühen, alles wie es verheißen war, beim Glanze der Disco-Kugel! Was? Was? Yeah! Michael Jackson 2. Ui! %62 Hey, Kleiner! Will der rote Ritter mir noch einmal seine Aufmerksamkeit schenken? Wenn du noch einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich für dich Berge versetzen. Luft anhalten. Ich möchte mein Schätzlein mit einer wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass hier zu verlassen. Würdest du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Mach ich. Ich bin nämlich der rote Ritter, wie ihr alle wisst. Der rote Ritter kann... Was? Reicht das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen? What? Oh nein! Oh Gott. Das könnte echt schwer werden. Das könnte wirklich schwer werden. Egal, ignoriere den Block einfach. Okay, nice. Tschüss. Feuerblume, die nehme ich mit. Runter, 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 runter. Da gehe ich nicht durch. Der könnte mich machen. Da gehe ich nicht durch. Das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Da könnt ihr mich machen. Verdammt, ich wollte mich umdrehen und den abschießen, aber es hat zeitlich nicht mehr geklappt. Okay, ist weg. Gut. Nimm die Feuerblume und schnell nach rechts. Warte lieber ab. Schreibe ich jetzt nicht mehr. Jetzt aber. Oh, pass auf. Das hier, ich weiß nicht, kann ich das schaffen? Also ich kann es schaffen, das schon, aber... Ja, doch. Ist nicht schwer. Dun, 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 dun. Oh Gott. Das ist ein P-Switch, damit ich besser schwimmen kann. Schätze ich mal. Wow. Das ist wahrscheinlich nur für ein One-Up. Gehe ich mal von aus. Deshalb. Lass mich nach oben. Werde ich das erstmal ignorieren und wegschwimmen. Hui! Oh Gott. Oh. Was? Wie bitte? Wo ist das Ziel? Das ist doch jetzt ein schlechter Joke. Das ist ein schlechter Scherz. Die können jetzt nicht bringen. Wo ist das Ziel? Was? Muss ich ihn killen? Der macht einfach das Ziel weg. Mir geht langsam die Zeit aus, tatsächlich. Okay, ich muss nur kurz aus der Reichweite, damit das Ziel wieder geladen wird. Da muss ich so schnell wie möglich, schätze ich mal, dorthin schwimmen. Also mache ich das jetzt schnell, bevor das Ziel kaputt macht. Nein, ich wollte den kaputt beschlagen. Okay, nee. Ich weiß nicht, wie ich das anstelle. Ich muss in eine reinschlagen, aber ich schaffe das nicht. Alter. Nein, was? Das soll möglich sein. Yes, okay. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Seit wann kann er denn das Ziel wegmachen? Das hab ich ja noch nie gesehen. Lol. Aber okay. Was Neues dazugelernt. Das ist aber echt fies. Da haben wir es geschafft. Der Auftrag ist erfüllt. Berge werden versetzt. Alles wie es verheißen ward.
Da steppt der Frosch. Oh yeah! Krasse Fortnite-Dance hat da drauf. Und... Yeah! Und die Kanonen vom Westflügel sind in dieser Folge auch noch fertig geworden. Boing! Nice! 63%. Und wie es weitergeht mit unserem Frosch und unseren neuen Level, weil wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall, denke ich mal, die nächsten Toad-Missionen machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr positive Werbung da. Ich würde mich freuen dafür. Und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Abo da und schaut beim nächsten Mal hier vorbei. Und ich weiß nicht, warum ich so komisch rede, aber ja, ciao!